Ja, hallo meine Lieben, seid ihr auch wieder da. Heute in unserem nächsten Teil vom Cakewalk Tutorial. Heute geht's um zwei Sachen in Sachen Ordnung. Und zwar, wir werden optisch aufräumen mit Farben, Ordnern und Markern und wir werden akustisch Ordnung schaffen, indem wir erweitertes Routing machen oder Routing. So, jetzt, dann mach's dir selbst. Juhu! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, ich zeige euch, was wir mit diesen doppelt aufgenommenen Stimmen machen, aber wir müssen vorher noch was anderes machen und das machen wir eben heute, weil wir müssen ja Ordnung schaffen im Chaos oder sonst wird es ein Chaos und das wollen wir ja nicht. Dazu arbeiten wir auch heute mit einem anderen Projekt und dieses Projekt gibt es einen Download-Link in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das runterladen und mitmachen, selber ausprobieren, rumprobieren, so ein bisschen drauf rumspielen. Nachdem ihr die Datei runtergeladen habt, das ist ein CWB-File, also ein Cakewalk Bundle, das ist die Projektdatei mit allen Audioclips mit drin. Auf die mache ich einen Doppelklick. Dann fragt Cakewalk, wo es gespeichert werden soll. Wir klicken hier auf OK. Dauert es ein bisschen. Dann kann ich einen Schluck am Kaffee trinken. So, und dann verschaffen wir uns mal ein bisschen Übersicht über das Ganze. Ich kann ja alle Spuren an die Höhe von Cakewalk anpassen, indem ich die Taste F drücke, wie vergrößern. Ich habe schon ein bisschen Vorarbeit für euch geleistet, dass wir die ganzen Basic, die wir vorher schon abgeklopft haben, dass wir die nochmal alle durchgemessen. Ich habe zum einen schon ein Gain Staging gemacht bei den Spuren, habe die Spuren schon benannt. Auch habe ich uns schon ein paar Marker gesetzt, die seht ihr hier oben. Damit kann ich in der Zeitleiste einfach mal markieren, wo fängt mein Intro an, wo fängt mein Vers an, wo ist mein Interlude. Ihr könnt diese Marker auch selber machen. Und zwar habe ich da was vorbereitet. Um jetzt zum Beispiel bei 95 einen Marker zu setzen, klicke ich mit der Maus hier hin, damit der Jetzt-Zeitmarker oder der Abspielkopf da hierher springt. Und dann drücke ich die Taste M für Marker und benennen den. Okay. Und jetzt habe ich mal meinen eigenen Marker gesetzt. Ihr könnt euch die Marker auch alle als Liste anzeigen lassen. Dazu gehen wir hier auf Ansicht, Marker oder wer sie Alt-Umschalt-4 merken möchte, der tue dies. Aber bevor ich jetzt lang quatsche, lasst uns doch mal reinhören. Fangen wir hier kurz vom Ref an. Wie ihr hört, die Gitarren haben noch keine Effekte. Das dachte ich, das macht man miteinander. Schauen wir uns doch zuerst einmal den Signalfluss innerhalb einer einzelnen Spur an. Ganz zu Anfang steht der Audioclip oder bei VST-Instrumenten natürlich das VST-Instrument als Klangerzeuger. Bei unserer Audiospur haben wir hier diesen Clip und das ist unsere allererste Instanz. Innerhalb dieses Clips kann ich auch schon ein paar Automationen selber machen, wenn ich möchte. Wenn ich hier auf Clip-Automation gehe, Gain, dann kann ich auch hier bereits Lautstärkenkurven einzeichnen. Als nächstes in unserer Reise durch den Signalfluss haben wir Clip-Effekte. Und Effekte hatten wir ja schon, da kann ich einen beliebigen nehmen, nehmen wir zum Beispiel einen TH3. Den kann ich nicht nur hier in meinen Effekt-Rack ziehen, sondern auch hier, direkt in einen Clip rein. Als nächstes in unserer Signalkette kommt der Gain-Regler. Machen wir uns mal den Inspektor auf, ich glaube, da macht es hier mehr Sinn. Sagen wir doch den Gain-Regler durch, dann kommen wir zur nächsten Station und das ist der Pro-Channel. Der Pro-Channel, den kann ich hier aktivieren. Und der verbirgt sich dann auch hier hinter diesem Button. Und über den Pro-Channel habe ich ja schon ein extra Video gemacht, was da so ist, hier drin ist. Im Endeffekt ist es unser Effekt-Rack mit sehr vielen Vintage- und analogen
Effekten wie an Kompressor. Können wir mal einfügen. Hier haben wir vorher geredet, den PC2A Leveler. Das ist der Optokompressor. Den kann ich dazu da. Ich kann aber auch genauso gut nur einen Hall-Effekt dazu da. FX Chains. Damit ich meine normalen Effekte in diesen Pro-Channel schmeißen kann. Und innerhalb dieses Pro-Channels kann ich natürlich auch die Reihenfolge der Effekte ändern. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Das ist unser Effekt-Rack. Und das kommt nach unserem Pro-Channel. Zumindest in der Standard-Konfiguration möchte ich die Reihenfolge ändern, dass also erst das Effekt-Rack kommt und dann der Pro-Channel in der Signalkette. Dann mache ich das einfach hier mit diesem Button, und wenn Post leuchtet, kommt der Pro Channel erst nach dem Effekt Rack. Und in dieses Rack kann ich meine Effekte hier mit Drag and Drop reinziehen und natürlich auch in der Reihenfolge per Drag and Drop ändern. Nach diesem Effektbereich kommt der Fader Bereich, und der Fader Bereich besteht hier aus Lautstärkeregler, Panning, also das Panorama nach links oder rechts, und die Mute- und Solo-Taste. Mal den Kick auf Solo schalten. Wie bei so vielen Sachen in Cakewalk auch, möchte ich einen Button oder einen Regler auf Standard zurücksetzen, reicht ein einfacher Doppelklick drauf. Nach diesem Fader kommt der Send-Bereich. Und was macht der Send-Bereich? Im Endeffekt macht Send nichts anders, dass es eine Kopie des Signals nochmal abtrennt und an einen anderen Track oder einen anderen Bus dann später oder Ausgang weiterleitet. Da haben wir den Send an Kopfhörer senden. Dann habe ich auch hier meine Regler mit einem Level, Panning. Und dann habe ich hier noch einen Knopf, und hier steht ja auch Post. Also wird das Signal nach dem Fader-Modul abgegriffen, und klicke ich hier nochmal drauf, dass es nicht mehr leuchtet. Dann, ihr habt es schon geahnt, ist es ein Pre-Fader. Falls ihr euch also jemals gefragt habt, was heißt ein Post- und Pre-Fader, jetzt wisst ihr es. Und nach dem Fader-Modul kommt auch schon hier der Ausgang, und der ist an meine Kopfhörer. Und damit sind wir jetzt schon sehr flexibel. Möchte ich jetzt zum Beispiel auf meiner Kick einen Kompressor, dann kann ich das durchaus tun. Machen wir uns dafür mal einen Loop hier in Vers 2a. Durch meine Marker geht es ganz einfach. Ich gehe hierher, dass ein Lupensymbol aus der Maus wird. Mit einem Einfachklick ist jetzt der Bereich markiert. Und mit dem Button hier kann ich einen Loop setzen. Umschalt L, falls ihr keinen Button drücken möchtet. Nochmal, probiert es ruhig ein bisschen aus, spielt es ein bisschen rum, lernt mal die ganzen Effekte kennen, was die machen, bevor ich euch die Olle erkläre. Ihr seht ja, jetzt sind wir schon sehr, 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 sehr flexibel mit unserer Signalkette innerhalb einer Spur, aber ich will mehr. Ja, jetzt möchte ich zum Beispiel einen Kompressor auf mein Drum-Summ-Signal drauf, da ich jetzt kein Summ-Signal habe, könnte man meinen, ich müsste jetzt diesen Kompressor auf jede einzelne Spur. Und was ist, wenn mir dann irgendwann während dem Mixprozess auffällt, so, naja, irgendwie ist dieser Kompressor doch ein bisschen zu heftig, dann müsste ich das bei allen 7 Instanzen wieder ändern. Und das ist ja sowas von unpraktisch. Also brauchen wir irgendeine Lösung. Wir brauchen quasi irgendwas, was zwischen unseren Spuren und unseren Ausgang geschaltet werden kann. Und die Lösung dafür heißt bei Cakewalk Bus. Und Busse sind im Endeffekt nichts anderes wie auch hier Tracks, nur dass ich hier als Eingang ein Summsignal mehrerer Tracks verwenden kann und die dann die gleiche Signalkette durchlaufen wie ein Track. Dazu muss ich mir erst den Busbereich von Cakewalk anzeigen, der ist hier unten versteckt. Wenn ich hier mit der Maus hergehe, dass es so ein Doppelpfeil wird, mit Klicken und Ziehen gehe ich hier hoch
und jetzt habe ich einen leeren Bereich und das ist unser Busbereich. Und da möchte ich jetzt einen neuen Bus einfügen. Das mache ich mit Rechtsklick, Stereobus einfügen. Und da wir ordentliche Menschen sind, benennen wir den gleich in Drums. Ich habe es mir so angewöhnt, dass meine Busse immer in Großbuchstaben benannt werden und meine Spuren in Kleinbuchstaben ist für mich übersichtlicher. Könnt ihr natürlich anders machen. Der Ausgang passt auch schon, das geht an den Kopfhörerausgang und jetzt möchte ich dem Bus noch eine Farbe geben. Und in dem Fall nehmen wir doch mal so ein richtig schönes giftiges Grün. Und diese Kick soll jetzt nicht mehr direkt an meinen Kopfhörerausgang, sondern an meinen, hier steht er schon, Drums Bus. Und wenn ich da jetzt draufklicke, wird er jetzt über den Bus geroutet und kriegt auch gleich noch die gleiche Farbe wie unser Bus. Und jetzt könnte ich das mit einzelnen Klicken da zuordnen. Dazu bin ich aber zu faul. Es geht noch einfacher mit Klicken und Ziehen alle meine Drumspuren, dass die markiert sind. Dann halte ich die STRG-Taste gedrückt und wähle hier als Ausgang Drums aus. Und jetzt sind die auch richtig geroutet und haben auch noch die gleiche Farbe. Wunderschön. Und besonders, wenn ich dann sehr viele Spuren habe, kann es auch nochmal unübersichtlicher werden. Und dass ich es wieder übersichtlicher mache, gibt es bei Cakewalk noch die Spurordner. Das sind nur optische Ordner. Die machen kein Routing. Das ist nur für mich zur Übersicht. Mit Klicken und Ziehen wieder alle markieren. Ich kann auch mit gedrückter STRG-Taste einzelne markieren. Oder mit Umschalttaste, die erste und die letzte. Habe jetzt die alle markiert. Rechtsklick. Und dann sagen wir zu Ordner wechseln. Neuer Spurordner. Und den benennen wir auch gleich in Drums. So, und jetzt kann ich ganz schnell meine kompletten Drumspuren ausblenden. Dann kann ich jetzt auch hier gruppenweise die muten oder auf Solo schalten. Oder auch hier archivieren, das komplett deaktiviert während. So, und dann werden wir uns das gleiche auch mit dem Rest machen. Also wir haben jetzt hier den einen Bass, für den noch eine Spur. Nennen wir auch dementsprechend Bass. Und das wird ein schönes Blau. Weisen wir jetzt auch auf den Bassbus zu. Was haben wir noch? Wir haben hier E-Gitarre links und rechts. Aus denen machen wir einen Stereobus. Den nennen wir RH-Git, also Rhythm Guitar. So, weisen wir auch gleich zu. A-Git für Arpeggio-Gitarren. Kriegen noch eine Farbe. Was nehmen wir denn? Nehmen wir so Orange. Und dann haben wir noch hier ein Synthi und Strings. Und die würde ich jetzt einfach mal Keys nennen. So, jetzt kriegt die Pipi-Gelb. Und jetzt haben wir schön klicki-bunti, aber dafür optisch aufgeräumt. Probiert es jetzt wieder aus. Schaut euch mal das an. Jetzt habt ihr ein Projekt, mit dem ihr jetzt erstmal experimentieren könnt. Und wir machen dann nächste Woche weiter. Und bis dahin gibt es dann auch hier unten noch ein Video zum Chillen. Ich sage wieder danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Und Bussi aufs Bauchibärli. Und Servus.